Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder einen Freakshake und zwar die Einhorn-Variante. Vielleicht habt ihr unser Live-Video auf In aller Munde gesehen. Da war ich mit Kati und Yoshi zusammen live und wir haben ganz viel Einhornzeug getestet. Wir haben das Einhornfell hier getestet, das ist Zuckerwatte, dann den Einhorn-Knusperreis, das Einhornfilet hier, was tatsächlich aus Mausespeck oder aus Marshmallows besteht, die so zusammengedreht sind. Und auch hier, diese Eddie-Einhorn, ich nenne es mal Kirmes-Knabbereien. Das waren so weiße Stangen, die waren leider schon ein bisschen kaputt gebrochen, aber total lecker. Dann habe ich hier zusätzlich noch Erdbeeren, Vanilleglasur, damit werde ich oben das Glas dekorieren, und Milch. Es gibt einen ganz einfachen Erdbeershake. Und da gibt es dann ganz, ganz viel Deko von den Einhornsachen drumherum. Bevor es allerdings mit dem Dekorieren losgehen kann, muss ich natürlich erstmal den Shake selbst machen. Dafür gebe ich die Erdbeeren hier in ein hohes Rührgefäß. So, dann kommt die Milch dazu. Das sind ungefähr 100 Gramm Erdbeeren und 200 Milliliter Milch. Und ich habe mir überlegt, diese Reste hier von diesen Kirmes-Knabbereien, wenn ihr das Live-Video gesehen habt, habt ihr gesehen, die sahen schon so aus, als wir sie ausgepackt haben. Also wir haben nichts Schlimmes damit angestellt oder so, oder sie zerbrochen und zermanscht. Die gebe ich einfach mal mit rein. Das sind diese Stangen, die so ähnlich sind wie Schokoküsse. Ich denke mal, die meisten werden es entweder von Karneval oder von Kirmes oder von der Kirmes kennen. Und diese Mischung mixe ich dann einmal gut mit meinem Pürierstab durch. So lecker rosa sieht der Shake aus und ich kümmere mich jetzt ums Dekorieren. Den Shake selbst habe ich erstmal kalt gestellt. Und die Vanilleglasur schmelzt sich jetzt hier in meiner Schüssel ein. Dafür mache ich sie einfach mal auf und gebe sie dann in die Mikrowelle. Die Glasur ist inzwischen geschmolzen und ich habe hier das Einhornfilet, also dieses geringelte Mäusespeckchen, einmal in der Mitte durchgeschnitten. Und das Coole ist ja, wenn ihr Marshmallows durchschneidet, entsteht direkt so eine Klebeschicht. Ihr könnt dafür einfach eine Schere nehmen, ein bisschen mit Puderzucker bestäuben, dann bleibt das Ganze auch nicht so stark hängen. Und ich lege das jetzt hier um das Glas herum und es hält. Hier die zweite. Und das sieht richtig cool aus. Richtig schöne Marshmallow-Deko, einmal ringsherum. Löffel gut abtropfen lassen. Jetzt tauche ich das Glas vorsichtig hinein und dort kommt jetzt der Puffreis drauf. Drei Arten Einhornprodukte sind ja jetzt schon in dem Shake enthalten, beziehungsweise in der Deko. Einmal die Stangen hier im Shake selbst, dann das Marshmallowfilet und der Marshmallow-Puffreis. Den Shake fülle ich jetzt ein und dann kommt auch das Einhornfell dazu. So, den Shake habe ich drin. Und jetzt habe ich hier die Zuckerwatte. Die lasse ich sich noch so ein bisschen auflockern, so ein bisschen größer werden. Und die kommt jetzt hier oben noch drauf. Und so genial sieht der Shake dann schlussendlich aus. Ich habe hier oben jetzt noch den rosafarbenen Strohhalm mit hineingegeben. Und hier der rosa Shake mit den ganzen Erdbeeren, der Mäusespeck
und natürlich der Puffreis und die Einhornzuckerwatte, das Einhornfell. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal bei unserem Snacktest bei In aller Munde vorbei. Da haben wir, wie gesagt, das Ganze live getestet. Super witzig und auch total lecker. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert doch auch einfach meinen Kanal. Unten einfach auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!